Jetzt sind Sie selbstständig, das bedeutet ja oft wirklich selbst und ständig tätig sein. Jetzt waren auch natürlich für die Arbeitslosen, waren auch sehr viele Rufe laut, man müsste das Arbeitslosengeld erhöhen. Sehen Sie das auch so? Zum Teil ja, zum Teil nein. Es gibt sehr viele, auch in meinem Freundschaftskreis, die von heute auf morgen gekündigt worden sind, wo es in den Unternehmen mitunter zum Teil nicht möglich war, dass sie die Mitarbeiter noch weiter behalten. Andererseits gibt es natürlich auch sehr, sehr viele schwarze Schafe unter den Unternehmen. Das muss man auch mal leider klipp und klar sagen. Die Leidtragenden sind dann wieder Unternehmen wie wir, die sehr ehrlich agieren, die auch ihre Zahlen ehrlich angeben und dann mit 500 Euro abgespeist werden. Pauschal, so wie alle anderen Unternehmer. Mit 500 Euro kann man heute nicht einmal mehr Miete bezahlen daheim. Ja, dieses Geld ist da, um sein Privatleben weiter aufrechtzuerhalten. Nur wie gesagt, mit 500 Euro kann ich nicht einmal meine Miete daheim zahlen. Ich habe selber zwei Kinder und eine Frau. Es funktioniert einfach nicht. Diese ganzen Hilfspakete, die zuerst angesprochen worden sind, sind recht nett. 80% der österreichischen Bevölkerung wird sagen, boah, die super tollen Unternehmer, die bekommen alle richtig Geld. Nein, ich muss euch leider enttäuschen, liebe Österreicher, das ist leider nicht so. Wir müssen uns alle selbst wieder Kredite, Überbrückungskredite aufnehmen, das heißt wieder Schulden. Wir bekommen nichts geschenkt, wir müssen das alles zurückbezahlen. Und ich kenne heute sehr, sehr viele Unternehmer, mir fallen auf Anhieb 20 Unternehmerkollegen ein, die jetzt nach dem Lockdown ihre Firma geschlossen haben und Insolvenz anmelden mussten. Wie war das mit dem Lockdown? Konnten Sie Ihre Mitarbeiter, haben Sie die in Kurzarbeit geschickt, mussten Sie die entlassen? Was ist alles passiert? Wir haben unsere Mitarbeiter Gott sei Dank in Kurzarbeit schicken können. Jedoch muss man da einmal an der Stelle auch klipp und klar sagen, als Unternehmer unbürokratisch sind wir meilenweit entfernt. Das ist, weiß ich nicht, auf welcher Galaxie das unbürokratisch ist, auf jeden Fall nicht auf unserer Erde. Wir haben Kurzarbeit angemeldet, wir haben unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit, konnten unsere Mitarbeiter erhalten. Nur frage ich mich heute als Unternehmer, selbst als Jungunternehmer, wie soll ich Gehälter bezahlen, wenn wir kein Einkommen haben? Bei uns ist Gott sei Dank über den Online-Shop einiges doch hereingekommen und wir konnten die Gehälter bezahlen. Ich kenne doch viele betroffene Unternehmer, die null Einkommen haben, die wissen nicht mehr, wie sie nächstes Monat die Gehälter bezahlen sollen. Wann, glauben Sie, werden Sie sich und auch Ihre Firma von dieser Krise erholt haben? Das können wir aus heutiger Sicht seriös nicht beantworten. Momentan sieht die Situation halbwegs gut aus. Wir werden diese Krise irgendwie überstehen. Wir müssen natürlich den Gürtel sehr eng schnallen und müssen uns natürlich noch mehr nach der Decke strecken als vorher. Wir als Jungunternehmer und auch viele andere Jungunternehmerkollegen, die ich kenne, haben natürlich ihre gesamten Gewinne in Ware investiert, in Investitionen gesteckt, ob das jetzt Geschäftsausbauten sind, wie auch immer, Mitarbeiter eingestellt. Wir können es heute seriös nicht beantworten. Meine persönliche Einschätzung ist, dass der richtige Wirtschaftscrash erst zu richtigen 3 bis 4 Monaten kommen wird, nämlich dann, wann die ganzen Stundungen dann eingefordert werden von vielen Unternehmerkollegen, die jetzt brav gestundet haben. Das holt einen leider dann ein wie eine Keule. Was ist da Ihr Wunsch an die Regierung? Ja, unser Wunsch an die Regierung, damit spreche ich, glaube ich, für 90% aller Unternehmer, hebelt es nicht einfach ein Gesetz aus, das wir haben. Wir haben ein Epidemiegesetz, an das wäre sich zu halten gewesen. Ob das jetzt verfassungswidrig war oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bin kein Jurist, für das habe ich leider nicht studiert. Jedoch sagt mir mein Menschenverstand, das Epidemiegesetz hätte uns allen geholfen, hätte uns Unternehmer aufgefangen. So stehen wir jetzt momentan teilweise vor dem Leeren, wir bekommen keine Informationen, wir kämpfen sich tagtäglich, ich brauche nur zurückdenken, gestern an die Kurzarbeitsabrechnung ohne meine Steuerberaterin, die mir auch wieder Geld kostet, damit sie mir das macht, hätten wir die Kurzarbeit nicht abrechnen können. Kein Personalverrechner ganz Österreich weiß, wie die Kurzarbeit abgerechnet gehört, weil täglich von unserer Bundesregierung immer wieder Fakten geändert werden, na, das war doch ein Missverständnis, na hoppala, es tut uns leid. Liebe Bundesregierung, schaut einmal bitte euer Hirn ein. Es tut mir wirklich leid, wenn man das einmal so direkt sagt. Überlegt einmal besonnen und dann geht es erst an die Öffentlichkeit und macht halt immer so Schnellschüsse wie, bestes Beispiel, Osterverordnung. Es war ja alles nur ein Missverständnis. Ich glaube, ich sage jetzt einfach einmal das, was sie 90% der Österreicher denken. Wir werden nach Strich und Faden verarscht. Der Coronavirus ist sicher ein gefährlicher Virus, braucht man nicht darüber diskutieren, für gewisse Risikogruppen. Dennoch, glaube ich persönlich, ist es nach wie vor noch immer eine Grippe mit einem anderen Krankheitsverlauf. Und wenn man dann Hintergründe hört, durch unsere Branche haben wir sehr viele Einblicke in Hintergründe zu diversen Ministerien und Behörden. Ja, es wird medial auch leider Gottes sehr viel aufgebauscht.